Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part ist der Verbannte mal wieder ausgebrochen, aber wir haben sein Siegel ein bisschen mit Panzertape verstärkt und auch einbetoniert und wir haben ein bisschen Bitumenmasse drüber geschmiert, damit der definitiv nicht mehr ausbrechen wird. Ja, und jetzt haben wir hier aber das nächste Problem, nämlich der komplette Wald von Fyron steht unter Wasser. Ganz toll. Ja, und ich habe jetzt keine Ahnung, was wir hier jetzt machen müssen. Ich habe nur eine ganz böse Vorahnung. So, und ich will jetzt mal hier rein in den Baum, weil von da kommt ja das Wasser angeblich. Ja! Okay, so wird das, glaube ich, nichts. Okay. Kriegen wir hin. Oh, guck mal. Ja, da kommt immer noch Wasser raus. Okay, und ich komme da auch nicht rüber, okay? Alles klar. Okay, schießt aus dem Wasser komplett, aus dem Baum komplett Wasser raus. Okay, und ich komme da auch nicht hoch. Also ich muss hier runter. Schauen wir mal, wenn ich mal dahinter gehe. Ich schwimme jetzt mal dahinter. Weil hier war ja dieser eingestürzte Tempel. So. Kurz Luft holen. Mal schauen. Bringt es mir was, dass ich hier bin? Nein, das sieht nach einer Grafikwand aus. Eine Grafikwand aus Wasser. Schön. Dann, denke ich mal, sollten wir zum Wasserdrachen. Der war... Oh Gott, wo war denn der? Oh, schau mal, was haben wir hier? Und ich kann den jetzt wahrscheinlich gar nicht... Ne, ich kann den jetzt gar nicht aktivieren, weil unter Wasser... Da ist noch einer. Unter Wasser kann ich ja nicht mein Schwert benutzen. Würde ja auch keinen Sinn machen. Schau mal, da ist ein bisschen Luft zum Atmen. Das ist sehr, sehr gut. Nehmen wir da jetzt mal... Dankeschön. Ich denke mal, ich schwimme in die richtige Richtung. Sage ich jetzt einfach mal. Da hinten ist nochmal Luft. Das ist sehr gut. Den kann ich mal mitnehmen, oder? So, den Blob mal kaputt machen. Sehr schön. Ey! Denkst du, du bist cool oder was? So, und da hinten sollte dann eigentlich der Wasserdrache sein. Ach, hier ist auch eine Grafikwand. Okay. Guck mal, da ist das hier so lila. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Kack? Okay. Und wo soll ich jetzt hin? Schau mal, das sind so böse Blubberblasen. Da darf ich nicht reinschwimmen. Dann schwimmen wir da auch am besten gar nicht mehr rein. Ist halt die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist nochmal Luft. Also gute Luft. Tja. Schau mal, ich gehe jetzt mal zu Zambuli. Weil es hieß ja, dass der sich erschreckt hat. Und der ist jetzt wahrscheinlich ganz traurig. Das ist ein trauriges Panda-Bärchen. Deswegen müssen wir jetzt zu Zambuli. So. Der ist dann da hinten. Ist das... Ja, aber das ist doch dann der, mit dem ich jetzt gerade... Hä? Hat der von sich in der dritten Person geredet?
Das ist doch der, bei dem ich war, oder? Hat der von sich in der dritten Person geredet? Das ist der, bei dem ich war. Natürlich ist es der, bei dem ich war. Der hat von sich in der dritten Person geredet. So, gehen wir mal zu den anderen. Vielleicht können die uns ja irgendwas sagen. So, willst du mal was sagen? Ja, es ist aus. Was wird noch aus unserem Wald? Okay. Gehen wir mal zu denen. Ja, oh mein Gott, Grafikbaumwälder. Oder besser gesagt, Grafikbaumblätter. Ach, da hinten, ah, da sehe ich sie. Ah, kurz ein bisschen Luft holen. So. Hallo? Ja, der Wasserdrache war's. Nur er kann den Wald so verändern. Der Pisser. Der Wasserdrache ist hier. Er versteckt sich hier irgendwo. Aha. Okay. Ja, es ist halt die Frage jetzt wo, ne? Ich geh mal nochmal zu dir. Vielleicht kannst du mir nochmal was sagen. So. Willst du mir nochmal was sagen? Großen Baum hinter mir, kam plötzlich Wasser geschossen. Ja, ja. Okay. Ich komme da aber nicht hoch. Soll ich jetzt hier den Wasserdrachen suchen? Oder kann ich... warte mal, kann ich hier unten rein? Aha. So, hier komme ich an den großen Baum rein. Natürlich ist meine Luftanzeige nicht aufgefüllt worden, aber zum Glück gibt es hier Luftblasen. So, da ist nochmal eine, sehr schön. Oh, hi, du wieder. Na? Ja, der ganze Wald steht unter Wasser. Ach nein, wirklich? Das ist gut, dass du mir das gesagt hast. Das habe ich bis jetzt nämlich noch nicht bemerkt. Das ist ja krass. Die Ungeheuer verschwinden aus dem Wald. Okay. Ist hier auch irgendwo der Wasserdrache? Der Wald ist überschwemmt. Ja, okay. Das sind wirklich nutzvolle Informationen. Nützliche Informationen, die ich hier bekomme. Weil bis jetzt ist mir noch nicht aufgefallen, dass der Wald überschwemmt ist. Das sind essentielle Informationen. Sehr gut. Okay, schau mal, ich komme hier dann einfach mal ein bisschen weiter hoch. Oh! Da bist du, du Pisser! Diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten. Aber bist du nicht? Ach, das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat. Spike? Ja, ich erinnere mich. Lass dich ansehen. Ja, du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann und das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe es, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraut, deine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen?
Ich verstehe dein Begehr. Doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. War das nicht so, dass jetzt überall Noten verschwinden? Ja. Ja. Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen, ja? Spike? Um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenlieds würdig bist. Meine Freunde, ihr müsst jetzt stark sein. Ihr müsst jetzt sehr, sehr stark sein. Ihr müsst jetzt wirklich stark sein. Wir müssen jetzt überall im Wald, im Wasser, diese Melodien suchen. Und das sind nicht nur zwei, drei. Das sind ein paar. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass das auch noch so toll war, dass es keine Suchfunktion für die gibt. Sondern, dass man sie wirklich einfach so suchen muss. Also, ohne Hinweis, wo sie sind. Oh, guck mal, was wir da haben. Anschleichen. Hab dich! Yeah, ein Fyro-Riesenkäfer. Sehr schön. Sehr schön. Okay, legen wir los. Ihr müsst jetzt stark sein. So. Sind die auf der Karte vielleicht eingezeichnet? Ah, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? So, dann suchen wir doch mal. Wo ist denn hier was? La 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 la. Oh, was ist das? Ist das sowas? Ach, das könnten solche Melodien sein. Hallo? Seht ihr das Problem, das ich meine? Sie schwimmen nicht auf einen zu. Sie werden auch nicht angezogen. Ach, natürlich. Und ich muss ja in einer gewissen Zeit auch noch einsammeln. Natürlich. Wenn ich hier so durchschwimme... Ah, okay. Dann nimmt er wenigstens alle auf einmal. Immerhin. So, was kannst du mir denn dazu sagen? Ja, die Melodien sind gern zusammen, halten sich oft bei kleinen Fischen auf. Okay. Dann suchen wir doch mal noch ein bisschen nach diesen wundervollen Melodien, die überhaupt nicht Zeitstrecken sind und überhaupt nicht spielverlängernd sind. Überhaupt nicht. Das ist tatsächlich sogar etwas sehr, sehr Gutes. Oh, bist du so eine Melodine? Ach, eine Einzelne, okay. Zum Glück ist das überhaupt nicht spielstreckend. Und macht auch voll viel Spaß. Also ich muss sagen, das ist die beste Stelle im ganzen Spiel. Hallo, kannst du mir irgendwas sagen? Fange die fliehenden Melodien. Ja, ja, weiß ich doch. Ach ja, und Menschen verbrauchen ja Luft dafür, also übertreib's besser nicht. Ach ja, zum Glück haben wir jetzt endlich die beste Stelle im ganzen Spiel erreicht. Ey. Ich bin so froh.
Weil jetzt macht das Spiel endlich Spaß. Also jetzt macht das Spiel richtig Spaß. Oder findet ihr das nicht? So, ich bin mal ein bisschen hier so lang. So. Guten Tag. So. Schau mal, das sind auch wieder Melodien. Ich glaube, die sollte ich vielleicht alle einsammeln. Aber vorher sollte ich mal Luft holen. Luft holen? Jawohl. So, mal ganz runter da. Da unten sehe ich doch schon. Ach so, da war ja eine Wasserquelle. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Die hatte ich nicht gesehen. So, zum Glück kann ich auch so ein bisschen nachhelfen. So. So, das wäre auch komplett. Sehr gut. So, oh, schau mal, da drüben sind wieder welche. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hallo meine lieben Melodien. So, ich sammle euch natürlich sehr, sehr gerne ein. So, ja, genau. Ach ja, natürlich hier bei diesem giftigen Wasser. Das ist natürlich am besten. So. Oh nein, ich habe eine übersehen. Das ist jetzt natürlich, ungünstig. Oh, ich habe sogar... Oh nein! Jetzt muss ich ja wieder von vorne anfangen. Das ist jetzt aber blöd. So, ich mache jetzt mal so und... Lass die mal kurz nochmal resetten. So, damit ich jetzt alle auf einmal eben habe. So, komm mal her da. Alter, oh, ist das... Ist das... Alter. Oh. Warum? So, jetzt komm mal her da. Ja, geil. So. Oh, zum Glück spiele ich hier ein so gutes Zelda. Oh. Also ich, was ja viele wissen vielleicht, keine Ahnung. Ich spiele ja spiele in letzter Zeit, Final Fantasy VI privat. Und ich muss wirklich sagen, Alter, vergesst Final Fantasy VI, ein volles Dreckspiel. Hier, das Spiel hier. Hier, Noten suchen oder so. Das macht Spaß. Hä? Vergesst Final Fantasy VI, ey, volles Dreckspiel. Das hier, das ist Unterhaltung. Oh ja. Hier unter Wasser hier so durchschwimmen. Mit einer ganz tollen Steuerung. Die auch wirklich 1A funktioniert. Und überhaupt nicht hypersensibel ist. Oh ja, Noten sammeln, wo man gar nichts sieht. Noch besser. So macht es nämlich noch mehr Spaß. So, sehr schön. Okay. Ach ja. Oh, schau mal, da hinten sehen wir welche. Ich muss sagen, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so einen Spaß. Hallo, ihr? So, alle mal eingesammelt. Ja, wunderbarigst. So. So, ich schwimme da wieder ein bisschen rum hier. So, genau. Sehr schön. Na, wunderbar. Wo sind denn hier wieder welche? Schau mal, sind es da hinten welche? Das könnte sein. Das könnte sein. Also ich meine jetzt bei Final Fantasy VI zum Beispiel habe ich eine unglaublich epische Story gehabt, muss ich sagen. Die auch wirklich gut erzählt wurde. Und oh! Jetzt kommt die auch noch dazu. Vorsichtsbike, hier sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Ach ja, das hilft, sage ich jetzt einmal. Dadurch macht das alles noch mehr Spaß.
Also wie gesagt, bei Final Fantasy VI hatte ich eine unglaublich, eigentlich, ja gut, wenn man es mal so bedenkt, so episch war die Story gar nicht. Die war schon irgendwie nicht so toll, sag ich jetzt mal. Und die wurde auch nicht episch erzählt oder irgendwie sowas, nee. Also hier bei Skyward Sword, da wird die Story schon wirklich gut erzählt. Ich meine, ich muss hier gerade durch ein riesiges Areal mit begrenzter Luft, muss hier durchtauchen und kleine Noten finden. Ja. Ja. Das ist natürlich mega episch hier gerade. Also ich muss sagen, ich halte das hier vor Spannung kaum aus. Muss ich mal sagen. Alter, ist das dumm. Boah. Alter. Warum programmiert man sowas? Sehr schön, da habe ich nochmal welche. Hier, guck mal, da sind nochmal welche. Hallo, wo seid ihr da? Hallo, Sie? Sehr gut. Alter. Ich halte das ja nicht mal mit Sarkasmus aus. Oh, ist das dumm. wenigstens kann ich gerade noch ein bisschen drüber lachen. So, was sind denn hier nochmal welche? Übrigens nochmal kurz an alle, die das Spiel immer so verteidigt haben. Ja, ja. Es macht gerade wirklich viel Spaß. Gebe ich wirklich zu. Und auch diese Suche hier gerade. Die hat gerade echt viel mit Zelda zu tun. Ja, ja, da habt ihr absolut recht. Ihr habt schon absolut recht. Das Spiel verdient es schon, dass man es so verteidigt. Ihr habt's wirklich recht. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, muss ich wirklich sagen. So, hallo Fischi. Aber da ist eine Note. Und die will ich haben. Okay. Wie bekomme ich jetzt die Note? Warte mal, kann ich... So. Wenn ich jetzt hier oben bin... Ich weiß nicht, geht das? Nee, geht nicht. Wie kriege ich denn dann das da jetzt weg? Hä? Wie kriege ich denn da die Note raus? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, muss ich sagen. Komm mal her, du. So. Jetzt nervt er mich wenigstens nimmer. Okay. Hä? Muss ich das so millimetergenau hinschwimmen oder was? Ja gut, ich würde es dem Spiel zutrauen. Machen wir das doch einfach mal. Versuchen wir das mal. Hier, schau mal so. Irgendwie... Hä? Ich... Warum? Okay. Ich versuch's mal nochmal. Irgendwie muss ich die ja bekommen. Oh ja, gut, dass wir hier gerade so eine gute Kamera haben. Hier. Ich krieg die nicht. Keine Chance. Ich krieg die nicht. Hä? Soll ich jetzt da hochklettern und von da oben da drauf springen? Ist es das, was ihr von mir verlangt? Mal so grob hier. Boah, ich habe ziemlich gut getroffen. Ist es das, was ihr gerade von mir verlangt? Ich sehe gerade, der Part ist auch schon lang vorbei. Aber... Ich werde mal ganz kurz
minimal. So. Ich muss mal kurz. Achso, ja. Ah, schau mal, hier ist Luft. So, es tut mir leid, meine Freunde. Ich muss hier mal ganz kurz minimal überziehen. Nicht, dass mir eine... Hey! Nicht, dass mir so eine essentiell wichtige Note entgeht. Während ich hier zum Speicherpunkt schwimme. Das wäre natürlich fatal. Weil ich muss mal ganz kurz zum Speicherpunkt und speichern. Um mich mal ganz kurz von dieser geballten Kraft an Professionalität und Spielspaß erholen. Weil, ja. Vor lauter Professionalität und Spielspaß und vor allem Zelda-Feeling. Ich brauche jetzt echt eine Pause. Weil, genau. So. So. Okay. Dann mal hier so, genau. Okay. Dann würde ich mal sagen, speichern wir hier mal. Sehr schön. Und jetzt an alle mal ganz kurz, die sagen, ich soll ja nicht immer so gemein zu dem Spiel sein und bla und bli und blub. Oh, guck mal, da sind welche. Sehr schön, die werde ich mir beim nächsten Mal holen. An alle, die jetzt sagen, ich soll doch nicht so gemein zu dem Spiel sein, das hat das Spiel nicht verdient. Jetzt findet mal bitte ein Argument hierfür. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt darauf. Also gut, meine Freunde, das war dann mal Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.